und bin jetzt gleich da. Weil du meintest ja auch, dass du Mörsers werden brauchst, noch für die fürs Lager, weißt du? Ja, 10 Stück brauchen wir. Ich finde, der Turbo-Treibstoff geht aber auch gar nicht so schnell leer. Also, weil dadurch, dass er einen so geisteskrank hochboostet. Brauchst du nicht so viel davon. Was sind so eure, deine und Zander Singleplayer-Games, die ihr außerhalb des Streams privat zockt? Also, ich sag ganz ehrlich, ich zock außerhalb des Streams eigentlich gar nicht mehr. Schon seit Jahren. Same. Also, privat spiel ich gar nicht mehr. Der Gedanke bei mir ist jedes Mal, wenn ich zocke, kann ich auch streamen. Junge, wo ist denn jetzt bitte diese scheiß Mörser-Sphäre? Ich sehe sie nicht mehr. Oh oh, oh oh. Mann, Junge, ist das eine Kacke. Was ist denn hier los in dem Sumpf? Ich kann nirgendwo landen. Ich wollte eine Mörser-Sphäre einsammeln. Du kannst nirgendwo landen, überall Gas. Ich hab dir gesagt, der Sumpf ist sau nervig. Der ist super nervig. Ist der nervig. Du kannst aber schon mal anfangen, die Produktion aufzubauen, ne? Ja, womit willst du anfangen? Naja, die Frage ist halt, also wir... du kannst ja einfach einstellen, Radio Control Unit und Supercomputer. So, und dann brauchen wir, müssen wir halt noch die Alternativrezepte einstellen, die wir haben. Weil wir haben zum Beispiel ein richtig geiles jetzt für Computer, wo wir halt gar kein Öl dafür brauchen. Hast du dir das alles eingestellt schon? Kannst du mir den Link nicht davon schicken? Nee, leider nicht. Das ist einfach nur ein Link von der Seite. Ich kann dir halt ein Bild davon machen. Warte, ich, da kann man doch safe einen Link von weiterschicken, oder? Also ich muss den Computer noch einstellen. Ich mach das, ich wollte das gleich machen eben. Na, wir können ja gleich zusammen durchgehen, welche Alternativrezepte wir geben, holen. Ich hole jetzt eben meine Todeskiste, dann komme ich direkt zu dir. Bin gleich da. Jetzt straight. Todeskiste. Hier oben wäre nur eine Mercer. Ja, ich bin gerade gestorben. Wegen diesem scheiß Dings. Gas im Sumpf. Richtig nervig. Boah, jetzt ist hier auch noch Strahlung ohne Ende, oh mein Gott. Also gerade ist der Weg echt nicht angenehm hier. Holy shit. Wachsen die Speckpilze jetzt eigentlich nach oder nicht mehr? So wie es aussieht, ja. Ich sammle die immer fleißig und pack die in die Cloud. Was? Speckpilze. Hier kann man nirgendwo lang gehen. Da ist noch einer. Ist das krank? Ich gehe noch mal schnell auf Toilette.
Die ganze Welt will dich einfach nur umbringen hier. Wo ist meine scheiß Todeskiste? Da. So, ab zu Dieter. Hier ist einfach alles nur am Krabbeln und am Laufen und am... Das ist schrecklich. Der Sumpf ist ja ein richtig abartiges Biom. Wie lange gibt's den Sumpf schon? Ja, warte mal. Achso. Oh, ich bin auch komplett falsch gelaufen.
So, da bin ich wieder. Zander, wie findest du eigentlich den Song Paar aufs Maul? Hab den noch gar nicht gehört. Ich hab nur heute Morgen davon erfahren, dass es den gibt und der soll wohl direkt hoch eingestiegen sein in den Charts, ne? Platz 1. Ja, genau. Paar aufs Maul, Raab ist back in town. Ja, der Typ, ey. Was denn? Ja, keine Ahnung, ich muss mir den Track gleich mal anhören. Der weiß auf jeden Fall, wie gutes Marketing funktioniert, muss man einfach sagen. Ja, ist so. ProSieben ist ja auch schon richtig am Schießen gegen den, ne? Die sind richtig sauer. Ja? Ja, die sind richtig sauer. Warum? Hier der Puffbar oder wie er heißt da, der ja TV Total übernommen hat. Der hat jetzt ja in der Sendung, die am Mittwoch war, also vorgestern war das, ne? Ja. Da hat er wohl gegen Raab geschossen. Und ProSieben hat auch irgendwie so einen Tweet rausgehauen. Warte, ich kann es gleich auch zitieren. Ich habe den vorgeschlagen gekriegt. Bin jetzt da. Also ganz ehrlich, es war auf jeden Fall worth it, dass ich den Weg gegangen bin, auch wenn es jetzt gedauert hat. Ich glaube, ich habe irgendwie 7 Mercer-Sphären und 20 Schnecken und 4 Somas-Loops und voll viel anderen Stuff gefunden noch. Mhm. Also auch wenn es jetzt ein bisschen umständlich war, war es trotzdem worth it. Wir haben alleine, wir haben fast 200 Spucker-Überreste jetzt, ne? Komplett krank. 27 Somas-Loops. Genau, Festplatten habe ich auch noch gefunden. Ja, wir haben halt voll viele Schnecken und so, das ist komplett krass. Also das ist halt auch wichtig, dass wir den Shit haben, damit wir vernünftig takten können jetzt, ne? Ja. Das ist schon gut. Hier. Ja. ProSieben hat geschrieben auf Facebook. Wie finden wir eigentlich das Raab-Comeback? Fragezeichen. Also ich gucke es heute auf keinen Fall, lol. In Klammern, weil heute 20.15 Uhr TV total kostenlos auf ProSieben und Join. Das Ding ist, der macht ja jetzt hier seine neue Show. Du gewinnst hier nicht die Millionen. Die kommt ja auf RTL Plus und die kommt genau zur selben Zeit wie TV Total. Yes. Und der macht den halt die Quoten damit jetzt richtig kaputt, ne? Klar, weil der holt sich jetzt die Fanbase. Das Ding ist, die haben wohl schon gesagt, dass die gerade Rekorde aufstellen, also Quotenrekorde bei RTL Plus. Mhm. Und wenn das richtig gut läuft, könnte das passieren, also ist jetzt noch nicht sicher, kann aber passieren, dass sie das sogar ins Free TV dann bringen. Dann ist sowieso vorbei für ProSieben, glaube ich. Ja. Aber das ist schon, also, wenn man ehrlich ist, dann muss man überlegen, eigentlich, der war ja über Jahre dort in dem Sender aktiv, hat den über Jahre Quoten, Einschaltquoten gebracht, Events organisiert und so. Und dann sind die wegen so einer Sache jetzt so, ich meine, gut, der hat halt auch ein paar Moves gebracht, die sehr fragwürdig sind. Die, bei TV Total gab es ja auch diese Band, die Heavy Tones, ne? Die sind jetzt nicht mehr bei TV Total. Ja, wo sind die denn? Die haben jetzt gekündigt, die spielen ab Ende des Jahres bei Stefan Raab wieder. Genauso hat er sich halt auch alle möglichen Leute hinter den Kulissen, die so arbeiten, ne? Redakteure und so, hat er sich halt abgeworben. Ja. So, du bist jetzt da? Ich bin hier. Okay. Gut, ich gehe aber davon aus, da wird auch schon irgendwas Tiefgreifenderes passiert sein, weil warum sollte man... Ja, die haben doch auch Elten gekündigt und so, das ist doch auch was gewesen. Die haben ja Elten rausgeschmissen bei ProSieben auch. Ja, also da... muss irgendwas gelaufen sein. Ja, da wird irgendwas gelaufen sein, dass ProSieben einfach irgendeine Scheiße abgezogen hat und die waren jetzt sauer und dann hat sich RTL bei denen gemeldet und jetzt drücken die den mit RTL. Ich denke eher andersrum. Ich denke eher, dass Stefan Raab gesagt hat, weißt du was, wir basten jetzt ProSieben mal richtig. Ich gehe davon aus, dass RTL den Deal gemacht war, haben wird, weil die haben gesagt, dass das hatte ich jetzt gelesen, dass irgendwie so ein Deal zustande gekommen sein soll, dass Stefan Raab mit seiner Firma irgendwie 90 Millionen Euro Produktionsgeld bekommen hat. Und das soll noch nicht mal die ganze Summe sein, das soll wohl weit mehr sein. Kannst du nochmal kurz dein Radio an- und ausmachen, weil ich höre die ganze Zeit wieder Musik. Ja. Elton ist nicht mehr bei ProSieben, ich habe da auch irgendwas mitbekommen, dass er gekündigt wurde. Der wurde gekündigt, er wurde rausgeschmissen.
Und das war ja so ein bisschen auch der Moment, wo ich gesagt habe, so, hä? How the fuck? Ja, ich hatte da jetzt gestern irgendwo was gesehen. Da haben die nämlich auch erzählt, die Firma von Raab, das war ja, der hatte ja vorher irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die hieß, irgendwie, ich glaube, Raab TV oder so. Ja. Und der hatte Anteile damit an einer anderen Firma, war das Brainpool. Nicht Endemol? Bitte? Und Endemol, oder nicht? War nicht auch Endemol irgendwas, wo der wo mit drin gesteckt hat? Produktionsfirma? Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall war da eine andere Firma, die hat Brainpool aufgekauft, zum größten Teil, die Anteile. Und dann hat Raab seine Anteile auch an diese Firma verkauft. Und er hat aber weiter als Produzent gearbeitet. Und da soll es wohl Unstimmigkeiten gegeben haben, weil er über die Formate, die er aufgezogen hat, hier die VOG-WM und so, das lief ja alles weiter, dass er da nicht mehr die Freiheit hatte, das so zu gestalten, wie er das wollte. Und da haben die sich wohl in die Wolle gekriegt. Okay. Okay, pass auf, Kevin. Let's go! Radio Control Unit und Supercomputer. Ich würde sagen, wir produzieren 10 Radio Control Units und 2 Supercomputer die Minute. Ja. Ist das fein? Ja. Okay. Dann ist jetzt die Frage, also wir müssen Aluminium Scrap bauen, ne? Wir können jetzt für die ganzen Sachen können wir jetzt Alternativrezepte reinnehmen. Die Alternativrezepte, die wir haben, müssen wir einfach hier anstellen. Du kannst mir jetzt einmal durchgeben, welche wir haben, und ich mache die alle an und dann sagt der uns, was das Beste ist, was wir machen können. Also welche Rezepte wir alle haben, für was genau jetzt? Ja, alles, egal. Kann man nicht irgendwo gucken, Alternativrezepte, was wir alles haben? Ja, sag mir erstmal, womit wir anfangen. Aluminiumschrott oder was? Oder willst du alle Alternativrezepte? Ich würde sagen, alle Alternativrezepte, die wir jetzt, Stand jetzt haben, sollten wir da reinknallen. Boah, weißt du, wie lange das jetzt dauern wird? Da sind wir ja jetzt 1,5 Stunden am Einstellen. Nein, ich muss doch nur die Rezepte eben einmal raussuchen. Du, pass auf, du guckst einfach nur im Spiel. Oh, warte mal, mit Spiel ist glaube ich... Nee, warte. N. Ich mache jetzt mal Aluminium. Aluminium. So, klicke ich jetzt drauf. Und jetzt haben wir ja hier die Rezepte. Und jetzt müssen wir nur gucken, kann man irgendwo gucken, welche Alternativrezepte man schon alles hat? Rezepte? Ja, ich kann das sehen. Aluminiumschrott? Allgemein, nee, nicht nur das, sondern alle Alternativrezepte, die wir haben. Kannst du mir sagen, welche wir haben? Ach so, alle auf einmal? Nee, das kann ich nicht. Wir müssen Item kann für Item nicht durchgehen dann. Okay. Pass auf, dann sage ich dir jetzt, was wir haben und ob es dafür ein Rezept gibt, okay? Ja. Also, Alumina Solution. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich Aluminiumbarren. Sind das Barren? Ja, Aluminiumbarren. Haben wir dafür ein Rezept? Ja, wir haben... Okay, da gibt es insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 8 Stück, 4 Stück haben wir. Für Aluminiumbarren? Ja. Okay. Und wie heißt denn? Ach Gott. Ach nee, das sind 2. Doch. Unten wird verwendet in Okay, es sind nur 2. Wir haben 1 davon. Wir haben das mit Alu. Also, das wird das Standard wahrscheinlich sein: Aluminiumschrott und Sand. Aluminiumschrott und Sand. Aber jetzt ist das Problem, dass das hier nur auf Englisch ist. Und das heißt, ich müsste jetzt das Rezept auf Englisch kennen. Das heißt einfach nur Aluminiumbarren, das Rezept. Ich denke mal, das ist das Standard. Ja, aber wenn ich jetzt hier Aluminium eingebe. Dann gibt's das nicht. Es gibt Aluminium Beam, Aluminium Rod, Aluminium Scrap, Aluminium Ingot. Aluminium Ingot, Aluminium. Das wird das sein wahrscheinlich. Das braucht 6 Schrott und 5 Sand, ne? Nee. Ich habe hier gar nichts mit Sand. Ja gut, ich denke mal, das wird da nicht drin sein, weil das ist das Standardrezept. Kein gesondertes. Nee, keine Standardrezepte, nur Alternativrezepte. Ja, wir haben kein Alternativ dann. Okay, gut, ist das schon mal weg. Dann Aluminium Scrap. Haben wir dafür ein Alternativrezept? Yes. Okay. Wir haben das, wo Petrolkoks reinkommt. Also 12-mal Aluminium Solution... 4-mal Petroleum Coke. Und genau, und dann kommt 20-mal Aluminiumschrott, 300 pro Minute. Okay, dann mache ich das an.
Wir haben das. Okay, weiter geht's. Dann haben wir, ja, wo bin ich denn jetzt? Warum ist denn das jetzt hier so anders? Warte mal, ich hab grad irgendwie... Hat der schon Achso, der hat das, glaube ich, schon geändert. Und deswegen steht das jetzt unten. Oh Gott, das ist ja verwirrend. Ach du Scheiße. Ja, weil er jetzt nämlich hier durch das macht er nämlich jetzt hier unten, das hat er das hier unten hingestellt. Okay. Aluminium Ingots haben wir ja gerade geklärt. Aluminium Casing. Ah, dafür haben wir ein Rezept. Aluminium Casing, das ist der hier dieses Dings, ne? Gehäuse. Eiklatt Casing. Ja, das haben wir, das Alternativrezept mit Kupferbarren. Mit Kupferbarren, ne? 20 mal die ja, normalen 10. und 10 Kupferbarren, ne? Genau, ja. Dann mache ich das rein. So. Jetzt hat er das schon wieder an eine andere Stelle gestellt. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Kann man das nicht geiler auswählen, Chat? Das ist ja voll nervig. Jedes Mal, wenn ich ein Alternativrezept reinstelle, ändert der die Position in der Übersicht, in der Produktionsübersicht, weißt du? Und dann steht das wieder wo ganz anders und dann so ist es voll verwirrend. Okay, wir brauchen Plastik. Kunststoff. Für Plastik haben wir, genau, Kunststoff. Für Plastik haben wir auch verschiedene Rezepte, ne? Ja, alle haben wir. Mit dem Dingsdraht. Dingsdraht? Es gibt keins ja, mit Draht. Ja, diesen goldenen Draht. Gibt's nicht. Nee, warte mal. Es gibt drei Rezepte. Also zwei ja. Eigentlich. Das eine ist ja das Standard. Ja, aber mir wird das nicht hier angezeigt. Ja, es kann sein, dass das Ding auf der Version vielleicht noch eine alte ist, ne? Nein, nein. Recycled Plastic? Das haben wir, ne? Mit Gummi und... Ja, mit Gummi und 6 von dem... Ich weiß nicht, was ist das? Treibstoff. Haben wir noch? Und dann haben wir noch Kunststoff. Das wird aus Rohöl hergestellt. Ist echt schwer, das einzustellen hier, sag ich dir ganz ehrlich. Gefällt mir gerade gar nicht. Ich glaube, wir haben dieses Polymerzeug, das ist halt der Punkt, ne? Wir haben dieses Polymer, also wo am Ende dieses, wie heißt das? Dieses blaue Zeug rauskommt. Wie heißt denn das nochmal? Polymerharz. Ja, ja, genau, Polymerharz. Das ist das Restkunststoff. Polymerharz mit Wasser, aber das ist das Standardrezept. Nee, wir haben auch eins, wo dann Heavy-Öl, also Schweröl-Rückstände überbleiben. Ja, das ist das. Das ist das, wo wir Rohöl reintun. Genau. Ja, das ist nur mit Rohöl. Dann kommt Kunststoff und Schwerölrückstand raus. Das hatte ich dir gerade gesagt mit Öl. Ja, 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 aber jetzt, Kevin, das ist echt nicht so einfach hier. Das ist echt scheiße. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt die Rezepte nicht einstellen, dann kann das sein, dass wir halt einen schwereren Weg gehen, weißt du? Ja. Deswegen wäre es halt sinnvoll, das jetzt einmal einzustellen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich finde das gerade super unübersichtlich und super unschön, das hier gerade zu einzustellen. Das macht gerade nicht so Bock. Das müsste anders gehen irgendwie, das wäre cool. Kann man irgendwie im Codex sehen? Das wäre halt richtig geil. Ich gucke nochmal nach, ob es irgendwie im Codex noch was gibt. Wie komme ich denn nochmal zu diesem Codex? Was wollen wir nochmal genau produzieren? Also, pass auf. Das kann ich dir so oder so sagen. Wir haben wir wollen 10 Supercomputer und... Entschuldigung, 2 Supercomputer und 10 Radio Control Units produzieren. Das ist der Plan. Ne? Und dafür... 10 Supercomputer... Genau. Und... 10 Funksteuereinheiten. Ja. Boah, das wird richtig riesig aktuell.
Ja, ist auch. Das ist eine voll große Produktionskette. Und ich würde halt vorschlagen, dass wir die rückwärts aufbauen, weißt du? So, und du willst, die ganzen Alternativrezepte reinnehmen, ne? Mhm. So, wir haben... Warte mal. Aluminium. Okay, da haben wir keine. Kevin, pass auf, ich gehe ganz schnell auf Toilette. Ich bin sofort wieder da. Ich muss einmal das Wasser wegstellen, sonst... Aluminiumschrott, was hatten wir noch geguckt? Aluminiumgehäuse. So. Kunststoff. Mal ganz kurz. Kunststoff, Treibstoff. Recycelter Kunststoff, ne? Das haben wir ja. Die haben das gar nicht alles drin. Öl. Junge, 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 das ist geisteskrank. Ich glaube, das, was ja, also was wir hier gerade vorhaben, das wird, also das wird so den Rahmen sprengen, weil das viel, viel, viel zu, also wir wollen viel zu optimiert arbeiten. Das ist zu übertrieben, finde ich.
Alleine, was wir jetzt schon alles bauen müssen, das ist ja geisteskrank. 43 Manufaktor. 105 Schmelzofen. 35 MK2-Miner. 26 Ölpumpen. 171 Raffinerien. 201 Konstruktor. Moin Jan Pipas. Also das ist glaube ich viel zu krass, Maxai. Das ist viel zu krass. Timing ist immer so eine Sache, ne? Ich gehe nach oben auf Toilette, kommt meine Frau gerade an. So, wie sieht's aus bei dir? Also ich sag ganz ehrlich, Zander, das ist viel zu übertrieben. Also, wenn wir das machen, dann verrennen wir uns jetzt und ich sag dir das, wir werden die nächsten 3 Tage nur an dieser Produktion arbeiten. Nee, also glaube ich nicht, aber... Also ich hab's gerade selber mit 10er-Werten eingegeben, das ist zu viel, Zander, das ist viel zu übertrieben. Also wenn wir auf Standardwerte gehen, dass wir das bauen, was der, also dass wir das so hinbekommen, dass der genau das produziert, was der eigentlich kann normalerweise. So, und das sind bei Supercomputer 1,875 pro Minute und Funksteuereinheit 2,5. Wenn ich das darauf stelle, dann reduziert sich der gesamte Baum, was wir bauen wollen, bestimmt um das 5- bis 6-fache, wenn nicht sogar mehr. Also das ist voll übertrieben, was wir da vorhaben. Da wären wir mit dem. Ist das doch gar nicht. Also bei 10 Radio Control Units und 2 Supercomputern brauchen wir fast von allem nur eine Quelle. Ja, aber wir müssen ja trotzdem die ganzen Flächen bebauen. Wir müssen ja alleine hier gucken. Ja, das ist es ja, aber da kommen wir nicht drum rum. Ja, natürlich. Also, ich habe in dem Maßstab, also wie du auch vorhast, zu optimieren, das nie mit Rumatra und Trimax gemacht. Wir haben das Game trotzdem durchgespielt. Ja, hä, aber du hast doch gesagt, du willst es vernünftig machen. Ja, ja, aber wir wollen doch nicht jetzt bis ins kleinste Detail optimieren. Nein, das habe ich ja gar nicht gesagt. Die Idee, guck mal, die Idee, die ich vorhin hatte, ich habe vorhin gesagt, ich mache die Radio Control Units, ne? Und dann habe ich eine Eisenquelle gebraucht, aber brauchte nur 100 davon. Und habe ich gesagt, ja, lol, was, dann kann ich auch 120 machen, dann kann ich ja vielleicht auch direkt die Supercomputer mitbauen. Das war die Idee. So, und wenn wir das jetzt so eingeben, dass wir 10 Radio Control Units und 2 Supercomputer die Minute bauen, dann gehen wir einfach hin, nehmen uns eine Ölquelle und bauen da einfach ein Ding drauf und machen einfach 600. Wir takten da gar nichts, weil wir brauchen nur 454 von den 600. Wir machen einfach 600 und knallen das einfach rein. Und fertig. Dann machen wir damit Rubber, machen damit Fuel, machen dann damit das Residual Fuel Zeug und so weiter und so fort. Und das machen wir dann immer weiter. Aber wir brauchen nichts mehr takten, weil wir von der Grundbasis her schon viel zu viel haben. Verstehst du? Ja, ja, aber trotzdem, also ich finde das trotzdem, das ist geisteskrank viel. Also wenn ich das hier sehe, wir müssen alleine ja 171 Raffinerien bauen. Hä, wie, warum? Ja, ich habe die Rezepte schon eingegeben teilweise, die wir jetzt nutzen wollen, also die wir haben. Und der tut ja den effizientesten Weg anzeigen. Wie viel? 121 Raffinerien? 71. 171 Raffinerien müssen wir machen. Bei mir zeigt der, an, wir brauchen 3. 12. 14. Nutzt du die Seite Satisfactory-Calculator? Nee, ich nehme Satisfactory Tools.
Weil ich glaube nämlich auch, dass die nicht alle gleich sind. Aber ich muss jetzt auch mal auf Toilette noch. Ja, alles gut. Bei mir ist der bei 1,0. Aber wie kommt der denn auf 170 Raffinerien? Never. Nee. Das ist irgendwas falsch. So wie der Output jetzt bei mir ist, ist das vollkommen okay. Ist halt nur voll unübersichtlich. Ist halt übel krank, was jetzt hier abgeht. Das ist halt richtig viel, ne? Muss man einfach anfangen. Man fängt einfach an. Und dann haben wir aber am Ende vernünftig Supercomputer, vernünftig Radio Control Units, mit denen wir den ganzen anderen Scheiß bauen können. Guck mal, allein hier, diese Kohle- und Iron-Geschichte, das ist super easy. Wir brauchen 11 Kohle die Minute. 11 Kohle. Und wir brauchen 124 Eisen. Gar nicht so viel. Dann zieht man hier diese Stahlproduktion auf. Bababab. Dann muss man hier Quarz machen, Bauxit muss man machen. Das ist halt eine wilde Geschichte hier. Das ist so ein bisschen, ach, das hat was mit dem Wasser und mit dem Aluminium zu tun und so, ne? Das ist das Problem bei dem Ding hier. Das ist so ein bisschen ungeil gemacht. Aber es geht. Wasser geht hier hin, Aluminium geht hier hin. Und dann geht das hier wieder hier hin. Das ist okay. Du gehst von 2 Supercomputern aus. Er hat 10 eingestellt. Ah! Okay, das ist ja nicht richtig. Ja, wir müssen 10 Radio Control Units und 2 Supercomputer. Weil die Supercomputer, die killen halt. Aber da reichen ja 2 pro Minute locker. Locker. So, ich bin wieder da. Yo, ich hab grad gehört, du hast 10 Supercomputer eingestellt. Das musst du auf 2 reduzieren. Ja, du hast gesagt, du willst von einem 10, deswegen habe ich 10 eingestellt. Nein, ich habe gesagt, Radio Control Units 10 und 2 Supercomputer. Ja, dann brauchen wir 64 Raffinerien. Das kommt aber eigentlich auch nicht hin. Es kommt drauf an, vielleicht weil du die Alternativrezepte eingestellt hast. Also ich finde, ehrlich gesagt, finde ich es jetzt nicht so kompliziert. Es ist halt, es ist jetzt im ersten Moment ist es viel, aber wenn man jetzt Step by Step macht, also wenn ich jetzt gucke, wir brauchen 124 Eisenerz, wir brauchen 11 Kohle, wir brauchen 266 Wasser, wir brauchen 420 Kupfer, 450 Caterium und 454 Öl. Die meisten Sachen können wir von einer Quelle beziehen. Ach, und Quarz und Bauxit brauchen wir. Also wenn ich alleine jetzt nur mal, wenn das so rauskommen sollte, jetzt ein paar Sachen zusammenrechne. Alleine die Raffinerien und Manufaktoren, die wir dafür brauchen, werden zusammen über 3000 MW verbrauchen. Ja, das könnte hinkommen. Und da kommen noch so Sachen wie Fabrikator dazu, dann die MK3-Miner, je nachdem. Wobei meiner zeigt mir an, dass wir MK2 nutzen sollen und keine MK3. Ja. Kannst du einen Screenshot von der Seite machen? Vielleicht ist die sogar besser als die ich habe. Also die kann man auf jeden Fall auf Deutsch stellen. Das Problem ist aber, die haben nicht alle Rezepte drin. Also ich habe da gerade das eine nicht gefunden. Ja. Also ich denke persönlich, also meine ehrliche Meinung ist, wenn wir so anfangen, werden wir uns weiter in dem Projekt verrennen. Ja, aber wir müssen ja irgendwie die Supercomputer und die Radio Control Units bauen. Ja, dann aber haben wenn wir auf jeden Fall genug davon. Aber wenn wir das im normalen Volumen machen, dann ist das ja auch schon mehr als genug, oder nicht? Wenn wir eine Produktion haben, die auf normal läuft. Also wir brauchen von den Radio Control, ja, aber wir müssen ja die Radio Control Units, müssen wir ja auch in andere Produktionsketten später wieder einbauen. Weil wir brauchen die, ich kann mal kurz eben gucken, Aluminium, ich kann mal kurz, ich weiß jetzt nicht, was das alles ist, ich guck mal ganz kurz eben. Wir brauchen die Funksteuereinheit in 1, 2, 3, 4 Produkten später. Wir brauchen die in Turbomotoren. So, ein Turbomotor braucht
Motoren haben wir schon auf Lager, wie bekloppt. Gummi auch. Wir brauchen Funksteuereinheiten. Das Einzige, was wir davon noch nicht haben, sind die Kühlsysteme. Das heißt, wir müssten eine Produktion für Kühlsysteme machen. Und ansonsten würde ich einen Manufaktor aufstellen, würde 4 Container hinter denen klemmen, die 4 Sachen da reinhauen und dann den über Nacht dann einfach uns ganz viele davon craften lassen. Ja, aber ey, natürlich können wir das so machen. Klar können wir das so machen. Keine Frage. Also das ist, wenn wir den Weg machen, dann gehen wir so. Also von mir ist es okay. Nur wenn wir die Funksteuerungseinheiten jetzt so bauen, dass wir die nur auf Lager haben und dann das Kühlsystem damit und das Kühlsystem und den ganzen Bums dann zusammen machen, dann ist es ja so, dass wir halt vielleicht auch für eine andere Produktion nicht genug haben. Wieso? Wir haben ja, nein, pass auf, wir haben von Anfang an immer so gebaut, dass wir von allem etwas überhaben und den Rest in andere bestehende Produktionen einspeisen, richtig? Ja. So, wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, wir bauen einfach nur einen Manufaktor und machen eine Steuerungseinheit, lassen einen Container vorlaufen und bauen dann aus diesem Container die anderen Produktionen, dann haben wir ja wahrscheinlich zu wenig Funksteuerungseinheiten. Ja, wir müssen uns dann halt die Artikel so craften, wie wir die brauchen am besten. Ja, genug, damit wir es, wenn wir es über Nacht laufen lassen, also wir sagen, okay, wir brauchen jetzt mehr davon, dann stellen wir die um auf eine andere Produktion, dann ist das okay. Dann funktioniert das. Aber dann halt auch nur so, dass man halt über Nacht, also ich habe das immer so gemacht, dass wir genau ausgerechnet haben, also 1:1, sprich, ich habe, wenn ich zum Beispiel 30 Motoren gebraucht habe, ich 30 Motoren produziert. Ja, ja, aber das wird jetzt immer aufwendiger, ne? Ja, also, ja, aber das Ding ist halt, dann wird das Projekt, also dir muss dann halt klar sein, wenn wir das jetzt weiter so machen in dem Volumen, weil es kommt ja noch eine Phase 5, dass wir dann auf jeden Fall noch in 2 Wochen hier sitzen und dran sind. Weil das wird jetzt, also das dauert ewig, diese Produktionsketten aufzubauen. Ja, ja, ich weiß nicht, ich glaube, wenn wir jetzt einfach anfangen würden, ich sag jetzt mal zum Beispiel die Kohle, also ich würde es halt einfach rückwärts bauen, ich glaube, dann sind wir relativ zügig. Aber klar, von mir, wie willst du es halt sonst machen? Also ich hätte jetzt die Artikel, die wir halt noch nicht produzieren, die hätte ich jetzt produziert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie gesagt, für den Turbomotor die Kühlsysteme brauchen, ziehen wir uns dafür eine Dings hoch und dann würde ich halt einfach einen Manufaktor bauen und das dann mit den Containern beliefern. Weil wir haben ja diese, also wir nutzen, also wir kriegen die Sachen ja, unsere Lager sind ja mit den Sachen, die wir eigentlich brauchen, teilweise voll. Okay. Dann machen wir das so. Und dann fliegen wir jetzt zum Beispiel die Computerproduktion, also die Computer, die du gebaut hast, fliegen wir dann einfach an den Standort, wo sie gebraucht werden. Ja, zum Beispiel. Also, ich weiß nicht, okay. Können wir sogar über die Drohnen steuern, wie viel die sich von etwas wegnehmen sollen? Das kann ich dir nicht sagen. Oh, das weiß ich nicht. Ich habe noch eine Festplatte hier. Wir können doch, warte mal, wir können doch zum Beispiel ja hingehen und mit einem intelligenten Splitter sagen, keine Ahnung, der soll XY füllen und wenn da ein Überschuss ist, dann soll er das andere weiterfüllen, ne? Ja. Damit können wir doch ganz easy unseren Überschuss, den wir in den Produktionen haben, dann weiterverwerten mit Drohnen. Ja, aber du weißt halt nie, wie viel wir dann produzieren, ne? Also klar, können wir machen, aber ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel wie beim Kunststoff immer nur jede Minute 4 über hast, dann kann das halt sein, dass die Produktion 2 pro Stunde produziert. Weißt du, was ich meine? Also jetzt im Extremfall. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, weil das kann ich halt schlecht ausrechnen, weil da müsste man ja jetzt die ganzen Variablen kennen. Also ich würde sagen, wir können das gerne von mir aus so probieren. Also wir haben halt, weil wir haben Aluminium-Ingot haben wir über. Diese Cases haben wir über. Da, wir müssen jetzt halt einen Kristalloszillatoren-Dings bauen. Und dann müssen wir Computer, Highspeed, genau, Highspeed. Dann kannst du sagen, du baust den Highspeed-Connector und ich baue den Kristalloszillator zum Beispiel jetzt. So, und wenn wir das haben, dann können wir schon die ganzen anderen Sachen machen. Glaube ich. Weil AI-Limiter haben wir, Kabel haben wir. Caterium Circuit Boards haben wir. Beziehungsweise Circuit Boards haben wir. Dann baust du diesen Highspeed Connector. Ja, den kann ich eh bauen, weil wir haben ja mehr als genug an Überschuss bei Platinen. Ja, Computer haben wir.
AI-Limiter haben wir. Und Plastik haben wir. Für den Supercomputer. Ne? Also von mir aus können wir das gerne so probieren. Ich glaube halt nur, dass wenn wir jetzt sagen, also da, ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir bauen die Produktion einfach auf, dann haben wir halt hinten raus weniger Stress, weil wir von den Supercomputern Unmengen haben und von allem anderen auch. Alles, was wir jetzt hier aufbauen, haben wir dann ja en masse. Aber wir können es von mir aus gerne probieren, weil ich da gar kein Gefühl für habe. Ja, wir können auch, wenn du willst, erstmal das mit deiner Produktion jetzt versuchen. Gucken einfach, wie lange das dauert. Dann können wir ja auch grob abschätzen, wie viel Aufwand das wird, wenn wir das immer weiter so machen, ne? Ja. Dann können wir immer noch auf die... Ich kann nicht einschätzen, wie lange das dauert, weil ich glaube einfach, wenn wir jetzt wirklich hingehen und einfach sagen, keine Ahnung, einer fängt an mit Iron, dann bam, 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 das geht super schnell, weil das ist eine Eisenquelle, daraus machen wir dann 4 Smelter, 4 Constructor, dann noch ein Constructor, ein Assembler, dann der Manufaktor und dann ist man schon bei der Radio Control Unit, was die Eisengeschichte angeht. Ja, also ich würde sagen, das sollten wir lieber zusammen machen, weil dann kann einer die Fläche schon mal ziehen, der andere baut drauf. Dann werden wir aber jetzt erstmal auf jeden Fall nicht die Sachen anfangen, noch in Fabriken zu verkleiden und so, weil das wird Unmengen an Zeit kosten. Also ja, bauen uns da erstmal die Produktion so auf, wie die geil aus, also dass sie geil sortiert und schön ist, aber das in Fabriken verkleiden können wir dann nachher noch. Ja, ja, klar. Das weil sonst kommen wir einfach gar nicht mehr voran jetzt. Ja, natürlich. Easy, easy. Easy. Aber guck mal, ich mach dir mal einen Screenshot, damit du das mal siehst, wie das bei mir aussieht, ja? Und dann siehst du mich auch, das sind die Produktionslinien. Das ist natürlich im ersten Moment wild, aber wenn man genau hinguckt, ist das gar nicht so super krass. Ja, die geht ja auch noch. Das ist jetzt die Produktionsstrecke. Ja. Und dann gehen wir jetzt zum Beispiel unten hin und sagen, da ist jetzt Iron Ore. Ich hatte halt vorher eingestellt 10 Supercomputer die Minute. Ja. Also ich kann dir mal, das passt gar nicht bei mir aufs Dings, aber ich mach dir mal einen Snip davon. Ja. Also wenn ich heranzoomen würde, das würde man nicht sehen. Und dann verstehst du auch, warum ich gedacht habe, du willst mich hier verarschen. Hier. So sah das bei mir aus. Ja, what the fuck? Hä? Digga, was ist das? Was ist das denn? Ja, das ist für 10 Supercomputer die Minute. Nee, komplett geisteskrank. Keine Ahnung, was das hier ist. Das ist ja komplett wild. Nee, das ist zu viel. Okay, komm, dann lass uns jetzt anfangen, weil wir haben jetzt nur noch eine Stunde. Ja. Dann fangen wir jetzt mit einer Sache an. Womit willst du zuerst loslegen? Ist mir komplett egal. Komplett egal. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach... Ach, Öl. Okay. Ding ist halt, dass sich das alles so überlagert. Ist halt super nervig, ne? Also Öl haben wir aber relativ viel. Das ist halt ganz geil. Wenn du mal nach Öl scannst, haben wir nämlich eine Ecke, da ist richtig viel Öl. Ja, ja, hier hinten, wo ich bin. Genau. So, und wir brauchen tatsächlich nur 454 Öl die Minute. Das heißt, es ist im Grunde eine reine Quelle, leicht übertaktet. Weil du kriegst mit einer reinen Quelle, wenn du sie voll übertaktest, kriegst du 600 hin. Ja, warum habe ich hier so eine Ölquelle markiert? Was ist das denn? Den Supercomputer sind auch übertrieben, das wirst du nie brauchen. Ja, das war ja auch nicht so geplant. War wahrscheinlich einfach nur eine... So, wir können von mir aus, können wir die können wir nehmen. Die ist perfekt hier. Die hier hinten. Ja. Das ist eine reine Quelle und direkt daneben ist noch eine unreine. Die können wir dann zur Not auch nochmal anschließen, weißt du? Ich hoffe, die ist unten. Das wäre geil. Aber oben ist auch okay. Hier ist eine normale. Ja, die sind hier. Beide hier unten. Da ist aber ein Mob noch.
Guck mal, hier oben ist noch eine Festplatte. Vielleicht kann ich die noch eben schnell holen. Ne, die ist schon weg. Ich hab eben noch hier eine gelootet gehabt. Ja, das ist die dann wahrscheinlich. Genau, und das müsste die reine Quelle sein. Ja, das ist die reine Ölquelle und das ist die normale. Geil. Dann können wir hier jetzt direkt einfach eine... Was bist du denn da draufstellen? Eine Ölpumpe, ne? So, ballern wir hier eine Ölpumpe drauf. Dann haben wir 240 die Minute schon. Und wir brauchen 450. Dann knall ich da jetzt ein bisschen was rein zum Übertakten. Die hier macht 120 die Minute. Ja, und die habe ich jetzt getaktet. Auf 200% sind wir bei 480. Haben wir schon das Öl, was wir brauchen. Also brauchen wir die linke gar nicht. Brauchen wir gar nicht. Brauchen nur die. Okay. So, und aus der bauen wir jetzt 3 Raffinerien für Fuel und 3 für Rubber. Aber das ist jetzt das Ding. Du hast halt die Alternativrezepte eingestellt. Ich jetzt nicht. Eigentlich müssten wir jetzt nach deinem Plan gehen, ne? Ich habe nicht alle eingestellt, ne? Also... Ja, aber... ja, okay, warte mal. Dann guck ich mal ganz kurz eben. Wir können ja auch gucken... Für... Was brauchen wir? Rubber, ne? Gummi. Für Gummi haben wir ein Alternativrezept. Und da können wir jetzt... Ja, das Alternativrezept habe ich aber sogar, glaube ich. Warte mal. So. Crude Oil. Ach so. Wir müssen jetzt eine... wir müssen 9 Raffinerien bauen für Rubber. Ich tue noch mal ganz kurz den neu platzieren, damit wir den zumindest hier so. Ja. Ja, pass auf, wir müssen jetzt 9 Raffinerien bauen für Rubber. Nee, Entschuldigung, 10 müssen wir bauen. 10 Stück für Rubber. Und zwar... Ist immer doof, dass er einem das Rezept hier nicht anzeigt. Ich würde sagen, wir setzen den hoch. Hochsetzen, weil dann haben wir nämlich unten den Flüssigkeitseindings und... Also einfach so ein Podest bauen. So habe ich es zumindest gemacht. Das war super angenehm. Ein 4 Meter Podest habe ich gebaut, genau. Und dann einfach draufsetzen. Ja gut, für 10 Stück müssen wir auf jeden Fall mehr in die Breite gehen. Ja, safe. Warte, ich muss das überlegen. Rubber? Und aus dem Rubber wird dann... Petroleumkoks? Was ist das denn für ein Gummirezept? Das haben wir gar nicht. Hä? Meine Vermutung ist, die Seiten sind nicht geupdatet auf die neueste Version aktuell. Nequal, Dankeschön für den Sub. Liebe geht raus. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ja, ja, Satisfactory Calculator ist auf 1.0 und Satisfactory Tools auch. Ja, genau. Also der ist auf 1.0. Ich habe das ja auch eingestellt auf 1.0. Ich habe bei Satisfactory Calculator zum Beispiel einige Rezepte nicht gefunden. Von denen, die wir haben.
Okay. Ja. Hast du schon die neuen gebaut? Ich bin gerade dabei. Ich bin fast 1, fertig 2, mit 3, denen. 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nice. Dann, Logistik. So. Alright, die stehen. Wir haben keinen Strom hier, ne? Ja, ich hole jetzt Strom rein. Ja, wir haben Strom. Wir haben ja Strom da. Ja, ja, ich will mit dem Schweberucksack hier fliegen. Ja, yeah, das ist viel besser. Das wäre super geil, wenn du ihn holen würdest. Nice, perfekt. Das ist so schrecklich, wenn du halt dich daran gewöhnt hast mit diesem Schwebe-Jetpack und dann geht's auf einmal nicht mehr. Das ist halt richtig der Trigger. Deswegen gucke ich jetzt, dass ich direkt schon die Stromdinger immer verlege, weil dann haben wir direkt durchgehend überall das Schwebeding. Ich habe den Strom immer an den Balken gesetzt. Hä, warum geht denn der da jetzt so runter? Warte mal, die eine Raffinerie ist falsch gesetzt, weil die steht hier auf dem ganzen Shit drauf. Genau, setz die einfach mal neu. So, und jetzt stellen wir hier ein Gummi und brauchen 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270. So. Okay, und dann haben wir nämlich jetzt 270er Abnahme und wir haben ja wie gesagt, was haben wir? 480, also, ne? So, das heißt, durch die Pipeline kannst du eigentlich auch direkt anschließen. Ich versuche das so zu bauen, dass es schön aussieht. Ja. Ich habe das immer so gemacht, ich habe immer bei dem Fundament, habe ich immer in mittig, habe ich immer einen Pin gesetzt und habe die dann immer einzeln mit den Raffinerien angeschlossen. Wir können das auch gerne mit den Masten machen, ist egal. So. Das heißt, wir haben jetzt die und jetzt brauchen wir nochmal ja, 3,004 Raffinerien. Also drei Raffinerien und eine minimal übertaktet, aber das spielt keine Rolle. Die können wir hier nebenknallen.
wird jetzt alles gesprengt hier. Obwohl hier nebenzuteilen ist gar nicht so die beste Möglichkeit, weil wir nämlich das Problem haben, dass wir hier wieder eine Quelle haben, wenn die, die ist normal. Hm. Die Stelle ist zum Bauen halt richtig ass hier, ne? Dann mache ich das jetzt so an, das sieht eh kacke aus sonst. Muss aber ein MK2-Ding nehmen. MK2-Rohr, weil 480 in das MK1 passen nur 300 rein. Na, hier passen 600 sogar. Ja, in das MK2 passt 600 rein. Okay, wir brauchen auch keine Pumpe. Ne, genau. So, die produzieren jetzt Gummi und Schwerölrückstände. So, und aus den Schwerölrückständen müssen wir gleich Petroleumkoks machen. Kriegen wir das? Ich habe es eingestellt. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Koks. Ja, wir können aus Schwerölrückständen können wir Petrolkoks herstellen. Sehr geil. Das ist aber auch das Standardrezept. Gebiet ist echt nicht geil zum Bauen. Ja, ja, das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Okay. Wir müssen jetzt, also Rubber und wir müssen noch Fuel produzieren. Das heißt nochmal 3 Raffinerien. Sollen wir die einfach hier vorne hinbauen? Kann ich das hier wegsprengen? Kommen die vor, die anderen Raffinerien? Wie bitte? Kommen die hier vor, die anderen Raffinerien? Können wir machen. 3 Stück, scheißegal. Ja, ja, aber kommen die vor, die, also sollen da Sachen rein von denen, nein, oder? Nein, nein, nein. Wir müssen nochmal von der Pumpe nochmal Öl abnehmen. Und das ist dann, dann ist die Pumpe hier fertig. Eins. Zwei. Ungültige Platzierung? Ach. So. Nee, warte, warte, warte. Mach das besser so. Hä? Warte. Und jetzt machst du über die Kreuzung drauf. Scheiße. So. So. Und hier müssen wir jetzt Fuel einstellen. Und zwar... Treibstoff mit den Polymerrückständen. Damit wir daraus dann gleich Kunststoff produzieren können. So, das heißt, die Ölquelle ist jetzt durch. So, jetzt haben wir die Polymerrückstände. Genau. Okay, aus den Schwerölrückständen, die wir jetzt hier aus denen hier bekommen, produzieren wir jetzt
Petrolkoks. Und... Ne, wir brauchen nochmal... Ja doch, jetzt brauchen wir nochmal 2 Raffinerien. Ne, 3 Raffinerien sogar. Mit denen wir aus den Schweröl-Rückständen Residual Fuel herstellen. Nochmal Fuel. Das heißt, die können wir auch perfekt hier nebenstellen. Aber leider passt das nicht, weil hier dieser scheiß Kackpilz ist. Das heißt, wir könnten rein theoretisch das einfach hier rüberstellen und bauen das hier hin. Hä? Lol? What? Man kann ihn komplett wegnehmen? Ja, du kannst die Riesensachen auch wegsprengen. Ist das geil. Hast du noch Sprengstoff? Ne, ich hab dir alles hochgeladen vorhin. Okay, dann säge ich den Scheiß hier weg. Kann ich das hier auch wegsägen? Nein. Okay, dann müssen wir irgendwie an Sprengstoff kommen. Warte. Craftete. Ich kann noch welche craften. Also pass auf. Aus den ersten Raffinerien, die wir jetzt gebaut haben, wo wir jetzt das Gummi machen, ne? Produzieren wir irgendwas mit 180 plus Schwerölrückstände. Die müssen wir auf jeden Fall da rausziehen. Wir produzieren mit 2,689 Raffinerien, also die müssen wir ein bisschen runtertakten. Produzieren wir Residual Fuel, also sprich nochmal Fuel, also Sprit. Und wir produzieren mit einer halben sozusagen, produzieren wir Petrolkoks. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Raffinerien, dass der Output halt da ist, dass das Heavy Öl abgenommen wird. So. Müssen wir das für irgendwas verwerten, das Heavy Öl, oder? Ja, genau. Das nutzen wir für, Oh je, die beiden hier sind nicht in der Linie mit denen. Einmal für Fuel, also für Treibstoff, und einmal für Koks. Okay. Okay, das Ding können wir nicht wegsprengen, das geht nicht. It's Batman. Das ist ärgerlich. Gut, dann sparen ist egal, dann machen wir das halt hier neben. So. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal 3 Fuel und dann brauchen wir jetzt nochmal 3. Warte. Ganz kurz. Wir machen das so, dass wir die einen höher setzen. Dann wissen wir, dass das halt die 3 für Dings sind. Dann passt das auch. Genau, wir brauchen jetzt nochmal 3. Wo wir das Heavy Öl, was hier produziert wird, einspeisen. Und wir brauchen noch eine. Die können wir dann da hinsetzen. Hier. Mit der wir dann das Petrolkoks bauen. Genau, ja, da. Nur, wir müssen nur den Output für Petrolkoks haben. Wir stellen aus dem Baumer, genau. Petrolkoks, weil. Genau, schwere Rückstände gehen rein, Petrolkoks kommt raus. Aber wir brauchen bei dem Petrolkoks nur. 0,533. Also 533. Das sind dann wie viel? 64 pro Minute. Dann können wir es auch lieber so einstellen, so. Ups. 64, 5,3, also 53,3333%, genau. Okay, die ist richtig eingestellt.
Und bei den Raffinerien müssen wir jetzt hingehen und sagen, wir brauchen Residual Fuel. Was ist denn das? Hier, Resttreibstoff. Genau. Und da brauchen wir einen mit... ...86,9%. Ups. Nee, 68,9. So. Oh. Genau. Perfekt. Residual Fuel. So, Resttreibstoff. Zack. Und der auch. So, genau. Hier müssen wir jetzt den Resttreibstoff anschließen und hier auch. Dann haben wir den komplett weg. Das heißt, der Output von denen ist komplett verbraucht. Jetzt gemacht. So. Eins, zwei, drei. Muss das hier mit dem anderen noch verbunden werden? Ja, mit dem Output hiervon. Müssen das auch gleich einmal gegenrechnen, ob das richtig ist. Ich sehe den Pin jetzt gerade nicht. Bitte? Ich habe den Ping jetzt nicht gesehen. Ja, warte, mit dem Output der neuen Raffinerien oder was das ist. Also die produzieren ja den Resttreibstoff. Ja, ich muss noch eben einstellen, dass der hier diesen Gummi nimmt. Ja. Warum haben die keinen Strom? Muss neu verbunden werden. Aber das kann ich auch eben machen, das ist kein Problem. Warte mal, kann ich das sogar vielleicht so machen? Das wäre ganz geil. Soll ich hier Kreuze wieder vorballern vor die? Warte. Ach, schade, so geht's nicht. Die sind unten. So, baller mal da ein Kreuz drauf. Wo, jetzt hier vorne? Ja, genau, genau. Und so, dass das nach links und rechts läuft. Also drehen, genau so, perfekt. So weit wie... Ja, so ist gut eigentlich. So ist gut. Genau. Und jetzt machen wir Folgendes. Ah, ich weiß nicht, ob es geht. Ah, doch, geht. Nice. Ist nur vorübergehend. Müssen wir gleich wieder wegmachen. Die Bodenplatte. Und zwar machen wir jetzt einmal hier hin. Das Rohr. So. Dann machen wir es weg. Wir gucken, ob es funktioniert. Weil der muss jetzt hier hoch verbunden werden. Ich glaube, das geht gar nicht. Ah doch, so ging es. So ging es. Boah, das sieht aber richtig kacke aus. Warte mal. Ja, aber das. Aber wir müssen halt den Output machen. Der geht nicht vorne, geht der nicht dran. Oder? Doch, geht auch. Geht auch. Ist okay, oder? Wir könnten es auch noch einen weiter nach links stellen. Nur, ich würde es so lassen. Ja, okay, dann lassen wir es so. Aber ein bisschen auch wie so Würmer, die sich aufstellen, finde ich geil. So, jetzt ziehen wir den hier hinten erstmal. Na, die Bodenplatte müssen wir noch wegmachen. Zur Not die Kreuzung hoch. Ah ja, genau, stimmt. Wir können die Kreuzung auch hochkant machen, ne? Sprich von unten ranführen. Weißt du, wie ich ja, meine? Ja, aber wir haben es ja jetzt schon so. Ich finde, eigentlich so können wir es lassen, oder? Okay, ja, können wir machen. Warum kann ich den jetzt nicht? Zu lang, glaube ich, oder? So richtig oder so? Ja. Ne, einen runter. Ja. Genau. Perfekt. Genau.
Und den müssen wir eigentlich auch nur einmal hier anschließen. Aber eigentlich können wir den auch mehrmals anschließen. Spielt keine Rolle. Weil der Output sollte überall gleich ankommen. Hey, warum? Okay. Hey, warum geht der jetzt nicht? Zu steil oder was? Oh, der geht nicht. Die gehen nicht hier. Die müssen mal drehen. Wir können die aber so machen. Guck mal. So ginge das. Oder halt ganz gerade runter, sagst du. Ich drehe die jetzt so, dass sie gerade sind nach unten. Glaube ich auch geiler. Gar keinen Bock mehr, mich jetzt hier mit dem Kram weiter rumzuärgern. Mein Gott, was ist denn los? So, welche Welt habt ihr gewählt? Wir sind überall. Wir sind überall aktiv. Die ganze Welt gehört uns. Okay. So, und jetzt, Ah ne, das ist der, genau. Okay. Mit Steuerung C, Steuerung V könnt ihr Einstellungen kopieren und Dings. Ansonsten mittlere Maustaste drücken, wenn du das meinst. Genau, so, und jetzt werden hier die Dinger vollgepumpt. Keine Nudelform genommen, ich bin enttäuscht. Nee, hab ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen eine Pumpe setzen, Kevin. Weil ich habe das Gefühl. Wo eine Pumpe hier oder was? Ja, ich habe das Gefühl. Hey, die gehen keine 10 Meter hoch. Never. Nee, aber die Gesamtheit könnte das Problem sein. Weil der rechnet ja. Der muss ja immer wieder. Aber weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, die laufen nicht richtig. Weil normalerweise sollten die. Wir haben jetzt. Warte. Wir haben durch die Produktion haben wir gerade irgendwas mit 180. Warte mal, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 60, 80. Genau, 180 Schwerölrückstände. Und die müssen hier auch reingepumpt werden jetzt. Ah, ah doch, jetzt so langsam kommt's. Okay. Aber hier zum Beispiel ist noch gar nichts angekommen bei dem hier hinten. Der hat noch nicht ein bisschen bekommen. Ja gut, das kann sein, dass das hier halt einfach zu weit ist. Wir können das auch so machen, mal probieren. So, deine Nudel. So, dann setze ich jetzt hier einfach nochmal einen Splitter rein, ist ja egal. Und dann setzt der jetzt an der Stelle und da hinten. Also ich habe jetzt hier eine Pumpe angeschlossen. Jetzt geht hier auch richtig was durch, ne? Also ich gehe davon aus, dass das einfach zu hoch war. Warte mal, ich baue das mal ab. Ja, der, guck mal, der ist hier komplett voll. Hör mal wieder, da geht jetzt richtig was rein. Okay, dann geht das. So. Jetzt produzieren wir hier Petrolkoks. Und jetzt wird es langsam wild. Hier haben wir Treibstoff. Jetzt müssen wir natürlich das Gummi hier abnehmen, ne? Also die Gummiproduktion läuft jetzt, das heißt, das Gummi muss abgenommen werden. Gummi, Gummi, Gummi. Das Gummi, Fuel. Genau.
Das müssen wir jetzt zu Alternate Recycled Plastic machen. Aber warte mal ganz kurz. Wir haben noch einen Zwischenschritt und zwar... Hier haben wir, warte mal, jetzt eins nach dem anderen. Hier haben wir jetzt die Treibstoffproduktion. Hier auch, genau. Und das Polymer. Genau, das Polymer, was wir hier bekommen, müssen wir jetzt zu Residual Rubber machen. Residual Rubber. Das heißt nochmal 2,25 Raffinerien. Die können wir hier hinterstellen. Und das ist perfekt, weil wir brauchen nämlich Wasser. Und dann sind wir nämlich genau über dem See. Können die auch so bauen, das ist glaube ich ein bisschen nicer. Ah ne. Machen es mal so. Residual Rubber. Restgummi. Genau, das machen wir jetzt. Hier. Und dann müssen wir nämlich den einen auf 2, also 22, nee, 25,3 stellen. So. Ja. Okay. So, und hier muss jetzt das Polymerharz rein, was in denen hier produziert wird. Heißt mit Fließbändern so. Oder was? Mit Fließbändern, genau. Wir in haben alle drei muss Polymerharz? Genau, wir haben 40, 40 und hier sind es 10. Nur von dem einen muss das raus oder von allen dreien hier? Genau, ne, von allen dreien. Muss das raus und in die hier reingespeist werden. Dann steht der hier nicht gegenüber. Ja, okay, dann können wir ja immer miteinander die connecten, oder? Nee, können wir nicht, weil die produzieren insgesamt 90 und wir haben eine Abnahme von 40 pro Maschine und der hier ist runtergetaktet. Das heißt also, der verbraucht nur 10, damit die 90 abgenommen werden. Die müssen also fusioniert werden und dann gesplittet werden. Vielleicht sind wir ein bisschen zu nah dran dann dafür, ne? Dann können wir ja, so dann müssen wir nochmal ein Stück, ein weiter müssen die. Na gut, dann reiße ich die eben ab. Und du baust das auf. Und dann sagst du Bescheid, wenn du ready bist. Dann stelle ich die Maschine eben ein. Und wir brauchen gleich noch Wasser. Ich kann die Pumpe schon mal bauen. Produktion. Wasserextraktor. Ja, wir können die jetzt aufstellen. Ich denke, wir müssen hier auf jeden Fall hinten nochmal dran bauen. Wie viel pumpt einer? Wir brauchen 266 Wasser. Insgesamt. Aber für die Dingsproduktion reicht einer. Da brauchen wir nämlich nur 90. 91, fertig. Dann takte ich den ein bisschen runter. Ja, kannst wieder hier
Genau, da muss der Loris nur noch angeschlossen werden an Strom. Reicht das oder muss da eine Pumpe zwischen? Machen einfach eine Pumpe zwischen. Also egal, ein MK1, das reicht doch. So, und dann müssen wir hier, müssen wir jetzt, was war das? Resttreibstoff einstellen. Nee. Warte mal, nicht dumm. Rubber. Restgummi, das war's. So, und den letzten stellen wir dann ein auf 25,3. Packt doch hier alles so runter, dass jeder nur 30 produziert? Nee. Ist doch okay so, oder? Hm. Ich mach kurz Strom, ja? Ja. So. Genau. Ey, hier kommt gar kein Wasser an. What the fuck? Ja, die muss erstmal lospumpen jetzt. Ach so, die braucht einen Moment. Ja, ja, das dauert kurz. Da, jetzt geht's hier hoch. Ja, okay. So, das ist jetzt ein Residual Rubber, ne? Genau. Gut, es kann sein, dass die Produktionen gleich stehen, weil wir nehmen ja nicht alles ab, was wir gerade produzieren, weißt du? Okay, hier hinten kommt kaum gerade... Ich schau mal eine MK2, glaube ich. Ich habe das Gefühl, die zieht nicht so richtig, die Einser. K2, die wird, glaube ich, gut zwiebeln hier. Hier mal. So. So. Okay, hier hinten kommt auf jeden Fall was an. Rengi, dankeschön für 57 Monate. Liebe geht raus. So. Jetzt haben wir... Genau. Jetzt können wir 8 neue Raffinerien bauen, mit denen wir Fuel und Rubber zu Recycled Plastik produzieren. Und dann sind wir mit der Produktion hier schon fertig mit Öl. Dann ist das Öl schon durch. Also nochmal 8 Raffinerien jetzt. Jetzt brauchen wir nochmal 8 Raffinerien. Und die kommen jetzt hier davor, oder was? Ah, ich weiß nicht. Können wir machen. Können wir machen. Lass es machen. Dann haben wir es hier schön kompakt alles zusammen. Ja, ich kann ja mit Stelzen nachher hier alles verkleiden. Ja, ja, genau. Richtig. Maginon, dankeschön für den Prime. Liebe geht raus. Vielen Dank für den Support. Das muss jetzt alles... zu diesen Raffinerien gebracht werden. So, guck von mal wo? Eben, wir müssen, ja, von allem, was wir hier gerade produzieren. Alles, was wir hier gerade machen, muss dann dahin. Mach mal, bau mal eine dahin. Mach mal ein bisschen mehr Platz noch. Wir müssen, wir müssen auch die Förderbänder und so bringen. Warte. Alternativer, recycelter Kunststoff. Genau, Gummi und Treibstoff. Genau, und der muss jetzt dahin gebracht werden. Das heißt, wir müssen nicht nur das, sondern auch den Treibstoff hier rausziehen. Ich würde sagen, wir machen eine Sache zur Übersicht.
Wir färben auf jeden Fall die Rohre ein. Ich glaube, das ist sehr nützlich, wenn wir das machen. Dann sehen wir nämlich direkt, welches Rohr was ist, weißt du? Hey, ich habe gar kein Problem mit Zander, wenn du ein Rohr einfärben willst. Mach das. Nicht gut. Also ich muss sagen, ich fühle das gerade sehr. So, hier ist Rohöl drin. Rohöl können wir eigentlich schwarz lassen. Rohöl lassen wir schwarz. So, und hier kommt nämlich jetzt Treibstoff raus. Und hier auch. Und hier nicht. Hier kommt nur noch Gummi raus. Was mache ich denn? Kein Problem, Rengi. Es werden auch wieder Zeiten kommen, wo du mehr Zeit hast, wahrscheinlich. Das Rohr habe ich jetzt nicht schön verlegt, aber damit du weißt, woher es kommt. Ja. Das ist nämlich jetzt Fuel. Färbt das jetzt einfach Gold ein, weil Sprit ist das Gold unserer Zeit, weißt du? Nö, hab kein Auto. Für mich ist das Gold unserer Zeit Strom. Ohne Strom geht ja nichts mehr. Stimmt. Na, wenn wir keinen Strom haben, sind alle aufgeschmissen. Ja, das ist richtig. So. Hier hinten haben wir Petrolkoks, was hier produziert wird, ne? Das müssen wir auch noch raussippen. Das ist schon eine wilde Konstruktion hier.
Aber was müssen wir denn hier einstellen? 7,59. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, perfekt. So, und jetzt stellen wir hier. Warte mal. Gummi und Dings. Perfekt. Wo bist denn du? Ich flieg hier oben. Ey, ich möchte mal ganz kurz erwähnen, wir haben mittlerweile 137 Keilerreste, 176 ja, Spuckerreste, 45 Stecherüberreste und 107 Krabbenüberreste. Ey, warum kann ich meine... Also wir haben irgendwie über 400 Überreste, die können wir ja verdoppeln, ne? Ja, warum kann ich denn meine Hotkeys nicht mehr benutzen? Kannst du deine Hotkeys benutzen? Ja. Hast einen Bug. Super nervig. Okay. Hier kommt Fuel raus. Wir müssen. Moin, Crap Team. Alles gut? Das heißt, das Gummi von der Produktion hier hinten müssen wir komplett abzwacken. Das würde ich sagen, können wir mit Förderliften machen. Oh Gott, sieht das kacke aus. Die Baggen, sie sind alle im... Oh ne, nice, wenn wir es drehen, geht's. So geht's. Alles rausnehmen da. Müssen alles rausnehmen. Muss das auch alles nach vorne, oder was? Das muss alles zu den Raffinerien, die du gerade gebaut hast. Alright. Warte mal, habe ich das richtig gebaut? Nee, ich glaube, den einen habe ich falsch hier. Wait a second. Der ist hoch. Der ist zu niedrig. Jetzt. Okay. So. So, jetzt haben wir hier das Petrolkoks. Das brauchen wir für was anderes. Und hier haben wir das Gummi. Das Petrolkoks müssen wir nachher Richtung Kopperohr bringen. Nee, gar nicht. Das müssen wir später für... Mach das, Anzi-Nono-Baby. Leg dich schlafen. Koks. Okay, gut. Jetzt haben wir hier das Gummi. Genau, das Gummi muss hier überall dran. An die ganzen Dinger. Okay, mache ich aber ohne Lifte dann, ne? Wir müssen aber dran denken, dass wir die hier noch mit dazu zählen müssen. Da muss das auch rein? Das Gummi muss dazu. Also das Gummi, was wir in den dreien hier produzieren, muss mit auf das Band sozusagen. Wir können das auch hier mit... Warte mal, nee. Ja? Also wenn wir die jetzt unten verlegen, dann würde ich das hier einfach mit einspeisen gleich. Ja, können wir machen. Dann machen wir die Förderbänder auf dem Boden und die Rohre in der Luft. Dann mache ich die Rohre schon mal hoch. Lass ein bisschen Platz. Mach die Max.
Warum flippt er nicht, obwohl ich Steuerung drücke? Das ist nervig. Das wird schwierig dann. Machen wir lieber so. Das können wir ja später auch nochmal komplett ändern von den Farben. Das ist jetzt nur für die Übersicht, damit man genau direkt weiß, was was ist, ne? Okay. Das ist dann Rubber. Und dann haben wir jetzt das recycelte Plastik, ne? Noch ein bisschen nicer. So. Haben wir schon einen kleinen Brocken haben wir schon mal weg. Der ist ein Splitter. Ach, das ist der falsche Eingang. Okay. So. Jetzt brauchen wir Katheriumerz. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt gleich Schluss machen, weil du meinst, du pünktlich Feier machen wegen den Thumbnails auch, ne? Ja, also ich werde jetzt immer pünktlich, also 22 Uhr ist dann fahre ich den PC hinten hoch und dann ist Feierabend. Ja. So, warte mal, ich mache jetzt noch ganz kurz eben eine Sache. Und zwar, auch wenn das jetzt nicht die beste Quali ist, mache ich... Haben wir
Haben wir. Das haben wir. So, das haben wir vom Plan schon weg. Das war schon mal geil. Status 1. Scheiße. Fertig. Ups, Entschuldigung. Falsche Szene. So, guck mal, von dem Plan ist jetzt mal nochmal dir geschickt. Haben wir die Punkte, haben wir jetzt schon fertig. Aber ich finde, das ging jetzt zu zweit sehr schnell. Wenn du jetzt überlegst, jetzt wenn wir das Kriterium zum Beispiel machen, das ist ja nur eine gerade Linie. Ne, da müssen wir eigentlich nur 1, 2, 3 Punkte machen. Ihr seht es gar nicht. Warum seht ihr es nicht so jetzt? Kriterium, da müssen wir nur 1, 2, 3 Punkte machen. Und dann geht davon ja ein Teil schon hoch, einer weiter, dann da unten ist Kriterium schon fertig. Dann machen wir Copper. Dann machen wir 1, 2, 3, 4 Punkte. Und dann sind wir damit auch schon wieder fertig. Ja. Und dann geht es halt so, zack, 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 zack. So machen wir unsere Station und dann gehen wir in den nächsten Step sozusagen davon. Und dann müssen wir die Sachen nur noch zusammenziehen zu den verschiedenen Sachen. Und das wird immer weniger werden. Also das Einzige, was halt noch viel ist, ist halt die Kabelkonstruktion. Und halt die Circuit Boards. Und der Rest ist eigentlich zacki zacki. Das sind, also die meisten Sachen haben wir jetzt schon gebaut. Später kommt da noch einmal 7 Manufakturen. Das wird, also ich denke, das wäre. Ja gut, ich sag mal so, wenn wir so wie heute bauen, dass wir das erstmal komplett alles so uns legen, dass das steht, zu zweit geht das auch sehr schnell. Ja, ich fand das jetzt auch richtig wenn geil. Wenn wir das jetzt als Fabrik noch verkleiden würden, dann wären wir jetzt hier noch ewig zugange. Ja, ja, klar, brauchen wir nicht. Wir machen jetzt erstmal, machen wir es fertig, dann schließen wir alles an, so dass wir schon mal produzieren und dass das ins Lager fährt. Ja. Und dann können wir immer noch, wenn wir Zeit haben und sagen, wir haben jetzt gerade mal keinen Bock, Fabrik zu bauen, bauen wir dann schön. Also ich sag erstmal aufgrund, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, aufgrund dessen, dass natürlich auch die Zuschauer ein bisschen weggehen von dem Projekt, wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, dass das Interesse jetzt momentan auch nicht so vorhanden ist, jeden Tag reinzuschauen, sollten wir uns erstmal darauf fokussieren, dass wir jetzt wirklich die Produktion ans Laufen bringen. Und das mit dem Verschönern können wir immer noch dann irgendwann mal angehen. Ja. Ich meine, also die Sachen sind ja, also die sind machen, ja nicht kreuz und quer und hässlich gebaut. Wir tun das ja schon. Also man sieht das ja auch, das ist ja alles sehr sortiert angelegt, ne? Das heißt, das macht es uns einfacher, wenn wir dann die Fabrik schön verkleiden wollen. Safe, auf jeden Fall. Ich finde, alleine dadurch, dass es jetzt hier die Raffinerien würde ich sowieso offen lassen, weil das hat irgendwie Swag. So, da kann man sich dann überlegen, wie man das halt schön verkleidet noch, was man noch macht. Aber die anderen Sachen, die bauen wir dann alle schön in der Halle und so, das ist doch gar kein Problem. Ja. Aber dadurch, dass wir auch die Rohre eingefärbt haben und so, haben wir jetzt hier maximale Übersicht. Das ist halt mega gut. Welche Seite ist das? Ich schicke die gleich rein. Ich habe gerade aus Versehen den Tab geschlossen, vor allen Dingen. Richtig kacke. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir aber für heute durch. Ja, für heute sind wir durch. Alles klar. Dann werde ich jetzt abmoderieren und dann bin ich erstmal raus. Ja, Kevin, hat Spaß gemacht. Danke für heute wieder. Wann bist du ungefähr morgen da? Weißt du das? Kann ich noch nicht genau sagen. Das kommt drauf an, wie das morgen da vorwärts geht. Genau, der hat ja abgesagt. Ja, du bist ja morgen nicht Dings. Genau. Weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wann ich. Pass auf, ich würde dir einfach morgen irgendwann nochmal Feedback geben. Wenn du nichts von mir hörst, mach erstmal dein eigenes Ding. Und dann, 18 Uhr bin ich auf jeden Fall da, aber ich denke, ich bin auch vorher schon da. Also ich denke mal, um 10 Uhr wirst du auf jeden Fall nicht da sein. Das heißt, ich mache da erstmal mein Ding so, weil ich gehe geh morgen erstmal in was anderes rein. Also ich werde dann ein Singleplayer-Game zocken. Ja, ist doch okay. Machst ein bisschen Abwechslung, ist doch okay. Und du kannst mir ja dann sagen, ab wann du ungefähr da bist und dann kann ich ja auf Satisfactory dann mit dir rüber switchen. Ja, ich will morgen ein bisschen meine Frau unterstützen, dass sie nicht den ganzen Tag immer alleine ist, weißt du? Ja, klar. Absolut verständlich. Okay, alles klar. Wir hören uns, Zander, ne? Jo, alles klar. Bis dann. Ciao. So, dann für die Leute auf YouTube, das war's von der heutigen Session gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Das haben wir jetzt hier noch hingezimmert heute innerhalb von
ich weiß gar nicht, 4 Stunden jetzt. Wir haben natürlich noch ein paar andere Sachen vorhin gemacht. Ne, MK3-Miner erforscht und so. Ist aber ziemlich, ziemlich geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne Bewertung, Kommentar da. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt und es noch nicht gemacht habt, haut gerne ein Abo raus, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.